Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, es ist wieder soweit. Minecraft Singleplayer Time ist es. Und wie ihr hier auf dem Bildschirm schon sehen könnt, spielen wir das Modpack Cloud 9. So heißt das Ganze. Wie ihr das Ganze kriegt, ganz einfach, ihr installiert euch den Feed the Beast Installer oder wie auch immer man das nennt. Halt dieses Programm dafür, um Modpacks zu spielen. Kennen eigentlich die meisten Leute. Link tue ich unten in die Videobeschreibung natürlich alles. Dort könnt ihr dann einfach durch die Modpacks scrollen und da findet ihr Cloud 9. Cloud 9, das Modpack stammt von IS Cupquake, die übrigens größte weibliche Let's Playerin weltweit, die ich übrigens auch sehr mag und ein bisschen bewundere, ihre Art und so. Ich finde sie toll, wirklich. Ja, und dieses Modpack, das haben die wirklich zauberhaft zusammengestellt, sie in Zusammenarbeit mit ihrem Mann, mit dem sie auch zusammen YouTube macht des Öfteren. Und ja, es beinhaltet ein paar Mods, die man noch gar nicht kennt, die ich zumindest noch nicht kenne und auch bei keinem deutschen YouTuber bisher gesehen habe. Und ich freue mich sehr drauf und würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe eben eine Welt regeneriert, also die New World, das ist meine Testwelt, wo ich schon mal ein bisschen gespielt habe, um mich einfach wieder an Minecraft zu gewöhnen und so, weil es einfach ein bisschen länger her war und so. Und jetzt habe ich halt eine Welt generiert und unser Projekt heißt Mein Paradies 3.0, weil das jetzt quasi der dritte Anlauf ist, einen Singleplayer zu machen in Minecraft. Und ich finde das ist ganz nett und ich habe eine Welt generiert. Einfach Zufallsgenerierung, Survival Mode, habe Sheets aktiviert. Man weiß ja nie, ob man die immer braucht. Und ja, da gehen wir jetzt rein. Es kann sein, dass es am Anfang ein bisschen ruckelt. Es sind viele Mods, die geladen werden müssen. Da hinten könnt ihr schon nette Leute sehen. Siehst du, ich muss mir Optifine muss ich mir noch installieren. Shader muss ich mir auch noch organisieren. Wir haben aber alles in der Nähe, deswegen wollte ich diese Map direkt behalten. Ich hatte mich hier noch nicht bewegt. Es sind halt überall Viecher, die rumstehen. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Schiss. Aber da sind Schweine, da ist ein Wald, da ist ein Dorf. Wir gehen direkt zum Dorf. Hoffen, dass wir hier von nichts angegriffen werden, weil die da hinten, da die Kollegen, die sind alle nicht freundlich. Also generell, hier gibt es halt ganz viele Kreaturen in diesem Modpack, die alle nicht freundlich sind. Und die meisten sind dazu auch noch sehr stark. Das ist dann so ein bisschen, ja, es wird eine Herausforderung. Der Trade ist an sich schon mal ganz nett. Es gibt nur zwei Häuser. Das ist ja super. Aber an sich, wir haben zwei Häuser, was ja schon mal ganz positiv ist. Gott, hat er mich erschreckt. Was ja schon mal positiv ist, weil das heißt, wir können uns hier drinnen auch ein bisschen verstecken und so. Hast du euch? Ne, du hast es selber, okay. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen das zusammen hin. Ja, ja, geht mal in euer Haus, ist okay. Ein Schmied haben die hier auch. Oh, das ist auch ganz nett. Hauptsächlich der größte Mod in diesem Modpack ist der Nevermind-Mod. Oh, ich glaube, das wird unser Haus. Das ist doch ganz groß und geräumig. Das können wir doch nutzen. Dieser Mod ist halt wirklich krass. Das ist halt alles, was ihr gerade so seht, was offen ist. Sei es jetzt hier in der Mitte oben, diese Anzeigen, wo ich hit insert to close. Ich weiß nicht, was insert ist, aber das werde ich noch herausfinden, damit ich das wegkriege. So, ich habe mich mal eben kurz ausgerüstet mit Schwert und Spitzhacke. Ich habe nämlich echt Schiss, dass hier gleich was um die Ecke kommt. So, dieser Modpack, der Nevermind-Mod, wie viele das sagen. Oh, wir können es auch verwandeln. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Taste. Ich werde es aber nachher herausfinden für die nächsten Folgen. Dieser Mod fügt halt erstmal ganz viele verschiedene Universen in dieses Spiel ein und ganz viele Monster, wie ihr halt schon gesehen habt, da hinten die und da hinten gibt es noch so komische Vögel und Bäume und so. Es gibt natürlich freundliche Wesen, aber auch sehr viele böse Wesen. Es gibt Bosse, es gibt verschiedene Events, die hauptsächlich nachts sind, wo dann extrem starke Gegner spawnen, die wir auch später jagen und töten müssen. Es gibt Schusswaffen und alles mögliche, was man finden kann oder was halt Mobs droppen können. Das hat halt eine gewisse Chance. Was diese Anzeigen da oben angeht, zum Beispiel das zweite von links, wo jetzt schon so ein bisschen rot gefärbt ist.
Ach schade, ich dachte, das ist Essen. Das sind halt Götterfraktionen. Es gibt halt vier Götterfraktionen, für die wir halt Sympathien quasi sammeln. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Und Rot hat sich halt jetzt schon ein bisschen erweitert, weil Rot ist halt fürs Kämpfen. Ich muss gestehen, ich habe gerade meinen Zettel gar nicht vor mir liegen. Einen Moment. Jo, ich hab Zettel. Okay, also Rot ist der Gott heißt Erebon und man erhöht halt seine Sympathiepunkte, indem man Mobs killt. Und wenn man halt die Leiste voll hat, dann kriegt man halt nachts einen Buff. Also es ist bei allen vier Leisten so, wenn man die Leiste voll hat, dann gibt es für nachts einen Bonus. Und gerade weil nachts halt immer diese Events sind, wo dann richtig krasse Mobs spawnen. Teilweise sehr schlimm, teilweise nicht ganz so schlimm. Je nachdem, es sind immer unterschiedliche Events, die man aber auch braucht, um unterschiedliche Mobs zu su suchen, jagen, töten, um dann bestimmte Items zu bekommen. Aber da werden wir uns später noch alles rein mehr mit vertiefen. Es hat alles wirklich recht kompliziert. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwann mal so ein kurz Mod-Vorschau dafür noch machen kann, wo ich das alles kurz und knapp zusammenfassend erkläre. Aber ja, ich bin Vollprofi, ich habe keinen Timer gestellt, ne? Läuft bei mir. Also freut euch auf eine Folge mit Überlänge sehr wahrscheinlich. Das ist Essen, das ist kein Essen. Ah, da kommt schon einer. Geh weg, geh weg. Also die Vögel sind noch nicht ganz so schlimm. Die kriegen wir auch hier mit einem. Ah! Was bist du? Was bist du? Oh Gott, oh Gott. Panik. Stipp, stipp, stipp. Stipp, stipp, stipp. Alter, der sah richtig geil aus. Wir können uns jetzt in den verwandeln, aber, oh Gott. Panik. Ja, ihr merkt, ne? Es ist alles nicht ganz so einfach. Ich hätte gerne einfach noch ein bisschen mehr Essen und so. Das wäre halt zauberhaft. Da liegt eine Pflanze. Keine Ahnung. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keine Viecher treffe. Und dann gehen wir gleich ins Haus. Da wir jetzt noch keine Erze und nichts haben und wahrscheinlich auch keine mehr farmen werden jetzt, bevor die Nacht einbricht. Oh Gott, ich höre schon wieder was. Ja, ich glaube, das wird spaßig. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue, aber ich finde es auch irgendwie geil. Es ist mal richtig neue Herausforderung, finde ich. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das genommen habe. Es gibt natürlich auch so ein paar Technik-Mods und ich weiß nicht, ob es auch Magie-Mods gibt. Was ist das? Ah, ab hier. Ich glaube, die sind freundlich. Soul Agent, ja. Die sehen ein bisschen creepy aus, aber die sind freundlich. Oh Gott. So, Essen, Essen, Essen. Gut, das hat geklappt. Wir konnten jetzt viermal Apfel essen, was mich ein bisschen selbst wundert, weil die sind übrigens freundlich, die können wir später fangen mit irgendwelchen Items, aber so weit habe ich mich da noch nicht rein vertieft. Wie gesagt, das kommt alles nach und nach, auch für mich. Es ist ja eine gemeinsame Reise jetzt, die wir hier beginnen. Wir können auch mal gucken, ob wir dann die Nacht durchschlafen. Wäre jetzt vielleicht gar nicht so unschlau, ne? Okay, wir haben schon mal. Das ist böse auf mich. Das ist böse auf mich, weil ich. Oh nein, das ist böse auf mich, weil ich Bäume gefällt habe. Oh Mann, ich. Oh mein Gott, der verfolgt mich immer noch. Ich habe Angst. Geh weg. Geh weg. Wo ist der? Der ist da. Okay. Das ist die Tür zu. Panik! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das wird richtig. Ja, das ist. Oh Gott. Das wird eine Herausforderung, ne? Wird spannend hier mit uns. Wir machen das erstmal ein neues Schwert. So. Dann. Es tut mir leid, wir brauchen aber noch mehr Holz. Aber wir machen uns jetzt erstmal hier eine bessere Axt, bessere Spitzhacke. Wir können ja das verbrennen und schon mal ein bisschen Schweinbraten. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. So. Und dann können wir hier schon mal ein paar Sachen wegtun. Zum Beispiel die Bücher. Fürs Food Journal würde ich mir eigentlich gerne mal kurz angucken.
Ah ja, hier kann man halt sehen, was das Essen bringt. Zumindest das, was wir bisher gegessen haben. Da wir bisher nur Apfel gegessen haben, zeigt er uns halt nur Apfel an. Beziehungsweise, nee, das zeigt an, was es bringt und was wir gegessen haben. Weil, soviel ich weiß, kann man nicht die ganze Zeit eine Sorte essen. Weil so ein bisschen, naja, mehr oder weniger real gehalten. Von wegen, man isst ja auch nicht den ganzen Tag rund um die Uhr ein und dieselbe Sorte Fleisch oder Brot oder keine Ahnung, ne? Weil die da hinten sind auch fies, die Grünen. Weil die halt so Magiezeugs haben. Ja, kommt her, kommt her. Ich brauch ja nicht gleich hier mit mehreren ankommen, ne? Unfair. Unfair! Huch. Ich habe an sich keine Angst vor den Vögeln, aber in Masse ist alles gefährlich. Die schießen halt Magie, die grünen Viecher da hinten. Der dunkelgrüne. Ach. Die blauen da sind auch nicht nett. Ich weiß, ich bin fies, ich töte hier die ganzen Schweine und so. Aber. Oh, weil wir so viel gekämpft haben, kriegen wir sogar mehr Stärke für die Nacht. Das ist ja schon mal ganz nett. Oh, da stand jetzt gar nicht, was für ein Nachtevent wir haben. Das ist schon alleine komisch. Geh weg. Geh weg. Ja, die sind noch nicht ganz so schlimm. Ja, schön ist, ich bin sehr stark, wirklich. Das ist, also ich merke den Unterschied. Alter, aber die machen mir schon Aua. Ich will nicht sterben. Vorhin habe ich noch keinen Spawnpoint. Guten Tag. Und es ist ja scheiße, es ist hier dunkel. Nein, ich habe Angst, dass hier was spawnt. Okay, wir können uns gerade ein Bett machen. Das machen wir jetzt. Ich habe gerade ein bisschen zu viel Schiss. Deswegen skippen wir die Nacht. Sind ein bisschen safer, dass wir erstmal nicht direkt verrecken und haben uns hier einen Spawn gesetzt. Was uns ja auch zugute kommt. Aber wir müssen definitiv Holz holen. Da ist niemand, okay. Da ist niemand. Ah, das ist so ein Hexer-Troll. Ah, der Baum ist weg, ne? Ich hoffe, der ist weg. Da hinten ist ein Sensenmann. Sieht das, der hat eine Sense in der Hand. Kannst ganz schwach sehen. Vielleicht zoome ich gerade an in der Bearbeitung. Vielleicht habe ich es aber auch vergessen. Ihr kennt mich, ihr kennt mich. So. Sehr schön. Jetzt. Ich dachte gerade, ich habe den Baumtypi gesehen, ne? Wir haben nämlich den Tree Capacitator Mod auch mit drin, ne? Ich glaube, dass es der ist. Oder Timber oder irgendein anderer Mod, der auf jeden Fall direkt einen ganzen Baum fällt, wenn man halt eine Axt ab Steinaxt hat. Holzaxt habt ihr von gesehen, da funktioniert das nicht. Da ist auch noch ein Fruchtbaum. So. Apfel ist auch immer gut. Regenerieren echt nicht schnell. Also man verliert auch schnell Essen. Ich meine, klar. Oh nein, der kommt, 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 der kommt. Bist du Schisser gerade, ne? Sorry, aber der schießt halt Magie und dafür bin ich gerade echt nicht gewappnet. Ja, da geht's schon los, dass er nicht mehr richtig isst. Beziehungsweise er isst. Aber doch, irgendwann isst er, aber es ist echt sehr müßig. Wer ist da irgendwo draußen? Ich weiß noch nicht wo. Das Haus ist zu hoch. Geil, so, machen uns erstmal ein bisschen Kohle, dass wir noch ein bisschen mehr Fleisch machen können. So. Und dass wir uns dann gleich auch ein bisschen Fackeln und sowas machen können. So, gib mir das Fleisch. Give me that pork chop. Zack. Da! Kannst du dir einfach die Tür aufmachen? Komm doch, komm doch, komm doch.
Geschafft, okay. Oh, der hat was gedroppt. Windrune, okay. Ja, die droppen allen möglichen Zeugs. Ich habe selbst noch nicht so viel Ahnung, was mir jetzt die Rune bringt. Speziell, werden wir aber alles noch zusammen rausfinden. Das finden wir noch alles zusammen raus, kein Problem. Lieber die Tür zu schließen, man weiß ja nie. Da ist noch Feuer drin. Machen wir noch mehr Kohle. So, wir haben auf jeden Fall Futter, zwei Sorten. Damit sollten wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen safe sein. Die Rune lassen wir mal hier. Brauchen wir momentan auch nicht. Die Wolle brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, die Seeds, warum ich die mit mir schleppe, weiß ich auch nicht, aber ist ja egal. Wir machen einfach ein bisschen so drauf los, ne? Erste Folge ist ja so Warmwertfolge, Kennenlernfolge, ans Modpack und alles gewöhnen. Der hat was gedroppt. Der hat, ernsthaft? Der hat uns direkt eine Schusswaffe gedroppt. Wie geil ist denn das? Bitteschön. Ich weiß nicht, ob die Munition hat. Yeah, 700. Uses. Regeneriert ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, wie ich schieße, ne? Ernsthaft? Schießt man? Very slow speed. Ich weiß nicht, wie man hier einsetzt, ne? Ich aber keinen Plan habe, wie man das einsetzt. Ich habe keinen Plan, wie man das einsetzt. Okay, das muss ich. Alter, die machen richtig Aua. Ist doch kacke. Warum sind die so... Oh, nö. Scheiße. Ihr merkt, ich habe super viel Spaß hier mit den ganzen Mobs. Ja, das bringt jetzt auch schon gar nicht mit. Jetzt ist da direkt ein zweiter gespawnt. Läuft bei denen. Läuft voll bei denen. Ich versuche hier ein bisschen drumherum zu laufen. Da stehen auch noch Viecher rum. Ich glaube, die sind auch aggressiv. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne halt auch noch nicht so viele von den Gegnern. Die da hinten sind auf jeden Fall auch ganz fies. Die schießen auch Magie. Aber okay, wir hätten es ja schlimmer treffen können mit den Mobs. Es hätte definitiv schlimmer sein können. Ja, ich weiß, sie steht vorm Haus. Könnt mich mal. So. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir auch verschiedenes... Wir haben ja ein bisschen Matten. Wir brauchen halt echt verschiedenes Essen. Das ist eine Tatsache. Wir müssen unbedingt uns dann in Kochen fortbilden. Das wird nochmal sehr spannend. Das können wir auf jeden Fall theoretisch alles anbauen. Das ist alles Pam's Harvest Craft. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus anderen Modpacks von mir. Aber ja, ich denke, wir werden hier uns nach unten buddeln. Weil ich werde einfach unter die Erde müssen. Ich find's wirklich geil, dass wir schon direkt eine Schusswaffe haben, nur dass ich halt keinen Plan habe, wie die funktioniert. Weißt du das? Nein, du hast auch nur Pfeile. Das ist halt ein bisschen... blöd, aber okay. Wir kriegen das alles irgendwie zusammen hin. Das schaffen wir. Ich bin optimistisch. Was wollte ich machen? Eine Schaufel wollte ich machen. Ich könnte direkt noch eine zweite Spitzhacke machen, wenn wir ihr brauchen. So. Und ein paar Fackeln können wir auch schon mal direkt machen. Zack. Zack, zack, zack. So. Kommt das Fleisch da wieder rein? So, wir sind auf jeden Fall tief genug. Dass wir hier keine Probleme mit den Kollegen bekommen. So, dann essen wir das Matten. Das ist halt, es wird halt echt herausfordernd, auch mit dem Essen. Man kann halt nicht einfach irgendwie eine Sorte farmen, hier nur Kartoffeln oder was weiß ich, und dann ist gut. Nee, so funktioniert das hier nicht. Es ist ein bisschen komplizierter. Forestry haben wir auch drauf. Wir haben halt echt viele Mods. Ich selber habe gar nicht so die Übersicht über alle Mods, muss ich ja gestehen, weil es einfach zu viele sind. Obwohl es geht, das ist bestimmt nicht so umfangreich wie jetzt in Feed the Beast Infinity.
Aber dieser Nevermind-Mod oder auch Ascent of Ascendia oder so heißt der, glaube ich, richtig. Der ist halt wirklich sehr umfangreich und macht hier echt viel kompliziert. Tropic Curved haben wir auch, das wird auch noch lustig, da werden wir dann auch noch mal rein können später. Wir werden ja auf jeden Fall viel zu tun haben, vor allem die ganzen unterschiedlichen Welten, die es halt auch gibt. Die sind sehr, sehr cool. Ich habe ein paar mir schon angeguckt und kenne halt viele von Bildern und ja, das wird Spaß machen, wenn wir erstmal so weit sind. Das wird halt noch dauern. Es kommen natürlich immer erst die Minecraft-Anfänge, die wir haben, sprich Holz farmen, Essen besorgen, dann, was ich jetzt hier mache, anfangen zu minen. Wie tief sind wir schon? 40, okay, ein bisschen können wir noch. Bevor ich gleich wieder hochgehe und mir die ganze Kohle hole. Kohle, 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 Kohle. So. Ich höre Lava. Da war gerade ein Zug. Ich höre auf jeden Fall Lava, aber die Frage ist, wo ist die Lava? Sie kommt näher. Lava kommt näher hoch. Ich dachte gerade kurzzeitig, ich habe eine Höhle gefunden. Das hat getäuscht. Ich höre auch Wasser, glaube ich. Es könnte auch nur Lava sein, weil ich echt lange nicht mehr gespielt habe. Gold, das ist auch sehr gut. Toll. Da können wir nicht durchbuddeln. Gut, dann lassen wir es erstmal mit dieser Höhe. Das Gold können wir noch nicht abbauen, dafür brauchen wir eine Eisenspitzhacke. Gehen wir wieder hoch und nehmen die ganzen tollen Sachen mit. Ich weiß auch noch nicht, wie lang ich die Folgen grundsätzlich mache. Ich werde mal gucken, ich werde bestimmt ein paar Sachen offscreen machen oder dann mal streamen und da Sachen machen. Ich glaube, das werde ich dann eher versuchen zu machen, dass ihr wenigstens theoretisch die Chance habt, zuzugucken und mitzumachen und mir zu helfen. Und da ist noch ein... Ach, gucke mal. Höhlen sind natürlich auch sehr gefährlich, weil in Höhlen gibt es noch mal krassere Monster. Habe ich mir viele Fackeln gemacht. Yeah, hier haben wir hier. Hier, da steht auch der Modname. Das ist halt Erz davon. Ach, gucke mal, ein klassischer Creeper. Autsch. Ja, damit kann ich nur umgehen. Das ist okay. Na. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es kam nicht direkt zu mir gerannt. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Bist du böse? Da ist eine Spinne. Spinne ist auch gut. Komm doch, komm doch. Ja, vor Spinnen habe ich jetzt so direkt keine Angst, ne? Es gibt auf jeden Fall richtig fiese Viecher hier unter der Erde. Werden wir noch alles finden. Garantiert. Das garantiere ich euch. Ich habe ja in meiner Aufwärmwelt ein bisschen gespielt. Ich habe mich einmal so verjagt vor einem Mob, der an sich war da nicht schwierig zu töten und so. Ich weiß auch nicht, wie gefährlich der ist, aber der hat so gruselige Geräusche gemacht, ernsthaft. Ich weiß nicht, ob du böse bist. Du hast aber sehr viel Leben. Ah! Alter! Macht es mir erstmal voll dunkel. Läuft bei dem, würde ich sagen. Okay. Hat er uns irgendwas Tolles gedroppt? Ich weiß es gerade nicht. Hier ist so viel Eisen, was ich gerne mitnehmen möchte. Ich möchte aber auch nicht zu lange hier unten bleiben, weil ich echt Schiss habe, dass hier irgendwas um die Ecke kommt oder spawnt oder so.
Na, ich habe schon viel gefunden und erreicht und, ne? Ach, man kriegt einfach nicht genug, ne? Man kriegt einfach nicht genug. Man muss die Erze einfach mitnehmen. Okay. Solange ich noch zurückfinde, ist alles okay. Zum Glück habe ich eigentlich einen guten Orientierungssinn. So, ich möchte auf jeden Fall die XP-Büsche mitnehmen. Alter, wie viele hier was sind? Sehr geil. Tinkers Construct stand da dran, ne? Okay. Das heißt, Tinkers Construct ist auch drauf. So. Ach, das ist sehr schön. Da kommt an sich kein Gegner hoch. Die Sache an diesen Erzen von dem tollen Mod, die kann man nur abbauen mit einer Diamantaxt oder halt mit einer, also mit Diamantpickaxe oder mit einer Pickaxe, die aus demselben Material ist oder also aus irgendeinem Material von dem Mod ist. Aus irgendeinem Erz davon. Ja, aber an diese Erze kommt man, wie gesagt, erst, wenn man halt mindestens eine Diamantspitzhacke hat. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, würde ich sagen. Gut. Machen das mal so, dann sehe ich das auf jeden Fall auch. Können wir mal hochgehen, ein bisschen einschmelzen, da können wir uns ja schon direkt gut aufrüsten mit Eisen. Da müsst ihr mal gucken. Ich werde mal, denke ich mal, offscreen auch ein bisschen eine Farm bauen und so. Vielleicht streame ich direkt heute Abend. Habt es einfach im Blick. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich ein Infovideo dann extra mache und hochlade, so wie gestern beim spontanen Stream. Aber ansonsten guckt einfach Twitter oder einfach direkt followen bei Twitch. Und dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit. Und wie gesagt, ansonsten Twitter auf jeden Fall. Twitter postet das immer, sobald ich online gehe auf Twitch. Von daher, genauso wie meine ganzen YouTube-Folgen werden immer auf Twitter gepostet. Das heißt, auch, also grundsätzlich ist Twitter zur Followung keine schlechte Idee. Ja, ich kann die Schlafmonster. Ah! Was ist denn das für ein Geist da hinten? Sag mal, was geht denn bei euch? Ich habe Angst. Das Haus ist so, ich kann halt echt nichts sehen, ne? Ich würde sagen, die machen Party da draußen. Party hart. Ich kann halt nicht Fackeln aufhängen. Ach, wir werden so viel Spaß haben. Ihr werdet viel Spaß haben, vor allem mit mir. Ich bin ja so ein Schisser. Kann's bitte Tag werden? Geräusche machen mir Angst. Die Geräusche nerven echt tierisch, ne? Aber okay. So, weil dann möchte ich gerne hier meine Büsche hinschätzen. Alter, wie aggressiv die Viecher einfach alle sind, ne? Haben wir ja ganz viel Eisen auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Mit dem Essen, ja, müssen wir mal gucken, ne? Wie lange das reicht und so. Und ja, ich tendiere wirklich zu einem Livestream heute Abend, in dem wir dann ein bisschen was machen und so, ne? XP tue ich auch erstmal weg. So viele Steine brauche ich auch nicht im Inventar. Alter! Da hinten der Schwarze sieht aber auch nicht nett aus. Creeper, nicht gut. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott! Hilfe! Was hat der gemacht? Geht das wieder weg? Ja. Kann's bitte Tag werden? Bitte? Gut, wir machen uns erstmal ein bisschen Rüstung. Vor dir habe ich keine Angst. Das sind die anderen Viecher, die mir Angst machen.
Wissen sie die nicht so schlau, die Treppe hochzugehen? Du, hör mal auf, die Tür kaputt zu machen. Da hinten ist ein Sensemann. Huh? Na, dich kenne ich doch. Du machst Damage, aber du bist schnell getötet. Huh, okay. Gut, wir haben die ersten zwei Nächte überstanden. Die erste haben wir zwar überschlafen, aber okay. Wir haben direkt hier einen Brown Blaster. Entweder google ich das noch und wie gesagt, heute Abend streame ich sehr, sehr wahrscheinlich. Oder ihr könnt es gerne selbst herausfinden oder vielleicht wisst ihr es auch schon. Vielleicht kennen sich ja ein paar mit diesem Mod aus und schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich es vergesse und dann im Livestream nachgoogeln muss, aber okay. Wäre ja auch okay. Das war die erste Folge, Mein Paradies 3.0. Da draußen kehrt, glaube ich, langsam die Ruhe wieder ein. Der Sensenmann ist immer noch da hinten am Laufe. Aber ja. Ja, die Viecher fangen an zu brennen. Ich möchte gerne die Spinne hier noch töten. Ich möchte aber nicht zum Sensenmann hin. Stringham ist immer ganz gut. Oh, bist du da reingefallen? Oh, was seid ihr? Seid ihr sehr böse? Der hat immer eine Münze getroppt. Oh, der greift ja gar nicht. Die Spinne greift ja gar nicht an, stimmt ja. Okay. Bist du da reingefallen? Oh, das tut mir aber. Oh. Ich wollte ihm jetzt nicht direkt raushelfen, aber okay. Ist die Spinne weg? Nee, da ist die Spinne. Spinne! Oh, ich möchte nur nicht zum Sensenmann hin. Das ist mir dann doch zu viel. Das traue ich mich noch nicht. Das ist nur ein Vogel, der kann uns auch erstmal egal sein. An sich brauchen wir noch Holz, aber okay. Wir gucken einfach, dass wir heute Abend dann noch ein bisschen farmen und so Gedöns. Du schon wieder. Du schon wieder. Ich habe mich doch schon mit deinen Brüdern gekloppt. Okay, wenn man so ein bisschen im Kreis läuft, dann geht's. Dann kann man den eigentlich auch ganz gut ausweichen. Ich hätte fast den Schmied geschlagen, ne? Ich war kurz davor. Gut, das war's jetzt wirklich. Ja, dieses Spiel, ne? Es verlockt einen sehr. Ich hoffe, wir sehen uns dann heute Abend beim Livestream. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ich ja immer sage, was ihr von dem Modpack haltet bisher. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, eure Alkira.